Langsam über die Teile drüber, langsam. Kann ich eigentlich hier auf den Boden? Ah. Ey, das hat mich gar nicht erwischt. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt hängt es da, nur wegen... Ah, blödes Kackteil, ey. Jetzt brauchst du auch nicht mehr ausgehen, jetzt ist alles kaputt. Mann, das hat mich gar nicht erwischt gehabt. Egal, ich fahr weiter. Ne, das tue ich mir nicht mehr an. Ich fahr weg. Ich fahr hier raus. Gas, komm. Geh mal nach Hause. Fahr mal nach Hause. Gordon macht jetzt erstmal eine Pause. Oh, ich höre jemanden. Die scheinen Soldaten zu sein. Oder Militär halt. Euch. Boah, den habe ich aber erwischt. Warte. Das ist für mich, aber erstmal hier schauen. So. Warte, was steht da? Die Freeman. Oh, nette Botschaft. Und daneben liegt noch ein Officer. Mann, die ist aber nett von euch geschrieben worden. Da geht's ab. Wir wollen die beiden dabei nicht stören. Ja, die schießen sich gern selbst tot. Können sie nicht machen, da können sie ihre Aggressionen abbauen. Bam, bam. Headshot. So, jetzt kann ich so lange hier reinschauen. Wir haben Zeit, die können sich draußen erledigen. Boah, boah. Just when I was Alter, erschreckt mich doch nicht so. Like the troops are fixing to throw you a surprise party. Ah, okay, die wollen mich überraschen. Komm mal mit, Officer. Okay, let's go for it. Das ist ein netter Schnurrbart. Komm mit. Boah, aber erschreck dich nicht nochmal so. Oh, Kollege! Kollege am Boden! Wo ist der Sunny? Na, no. Treffen. Ach, du Heilige. Warte, irgendwie war das nicht so lecker gemacht von mir. Da hätte ich irgendwie besser. Also nochmal, wir kommen hier nochmal an. Schauen uns nochmal die an, wie die kämpfen. Ich kann nicht so lange alles hier kaputt machen. Da ist er. So, jetzt ist er aber gesund. Das hebe ich mir auf für nach dem Kampf. Dann komm jetzt mal. Okay, why not? Ah, hier ist auch noch Munition. Ah, oh, nur gut, dass ich. Ah, ja, natürlich. Ja, dann wird mir natürlich alles klar. Komm mal mit jetzt, Kollege. Oh ja, wie hat der mich gesehen eigentlich? That was close. War gar nicht klar. Jetzt alle. Er geht doch in Deckung. Was machst du denn? Kackst du da jetzt oder was? Den hab ich aber nicht. Eine 3. Mein Kollege geht in Deckung. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ja, jetzt nehme ich mal das Pack. Speichere ich lieber mal. Ja, genau, der ist da nämlich noch. Das ist eine Ratte. So, dann gucke ich mal hier rein. Hm. Ah, der lebt auch noch, okay. Gut. Ja, den wirst du doch wohl erledigen können. Was machst du denn? Was kannst du denn überhaupt? Voll am Kopf gekommen. Ah, hier ist nochmal was zum Au... Oh ja, okay, oder auch nicht. Warte, ich kauf dir eine Cola. Da. Willst du eine? Ja. Ist nicht erstmal entspannt vom Kampf hier. Sorry. Steht hier. Ah, okay. Eine Dusche, kann ich nicht.
Ah, schade. Egal. Ah, da hinten ist er, okay. Ja, ist kacke, aua. Wollte ich sagen, es ist kacke, wenn man nicht trifft, aber irgendwie treffe ich genauso wenig. Aber ich glaube, jetzt habe ich ihn endlich getötet. So, ich nehme mal die Schrotflinte, weil da habe ich volle Munition. Jetzt kommen wir mit. Ach ja, jetzt kommen sie, oder was? Oh, das war schön ausgewiesen. Ja, komm, geh weg, ey. Drecksvieh. Wir wollten die mich hier überraschen, nur gut, dass der mich hier informiert hat, gewarnt hat. Was? Ich... What the fuck? Oh nein, ich hab meinen eigenen Kollegen weggehauen. Nein, ich mag sterben. Nein. Oh Gott, war das scheiße, ey. Da habe ich eben noch gesagt, nur gut, dass er mich gewarnt hat. Naja, so toll war es ja dann anscheinend doch nicht. Ach, kacke. Ich kann hier wieder rüberspringen. Das ist doch scheiße. Jetzt sind schon wieder hier die ganzen... Ja, jetzt sterb ich. Except anyone now. Oh, das hier so. Gott, Alter. Ausrasten. So. Bedenkung auf das Zahn. Ich glaube, ich hab ihn. So, jetzt aber. Jetzt passen wir auf, okay? Oops. Sorry. Ja, ja, nicht sorry, du passt jetzt auf, okay? Gut, dann langsam. So, speichern wir. So, und jetzt habe ich noch eine Granate. Jetzt kann ich mich gerade hier hin. Ah, ich kann mich sogar ins MP setzen. Ja, das ist natürlich praktisch. Kommt alle her, los, komm. Dabei ducken, aber dann sehe ich nicht mehr, die schießen. Ich kann mich sogar wegbewegen, ist ja geil. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, das ist lustig, dann kannst du so und dann laufe ich einfach weg. Ah, okay, nee, dann verlasse ich das irgendwann. Aber das war schon mal richtig gut, dann speichere ich hier lieber mal. Habe ich auch keine Munition verschwendet. Aber gut gemacht hier, Officer Franklin. Ja, wie auch immer du heißt. Jetzt ist die Frage, wie wir hier weiterfahren. Ob ich hier hoch muss? Komm ich hier hoch? Ich kann auch hier bestimmt hoch, oder? Ja. Oder? Ja. Oh, ich glaube, ich bin hier richtig. Ah, wo ist mein Kollege, wenn man ihn braucht? Ja, was machst du denn da? Ey, der steht da rum und macht gar nichts. Was ist schlimm mit dem Kerl? Also mein Kollege ist noch nicht so richtig aufgewacht. Aber naja, Hauptsache er hat überlebt. Wir können uns ja hier wieder heilen. Wenn ich verletzt bin, dann tanke ich mich einfach Automaten auf und schon bin ich wieder okay. Ist immer so, das ist ja real. Das ist ja nicht irgendwie komisch, das ist ja realitätsgetreu. Achso. Ah, okay. Ja, und jetzt? Das hat mir trotzdem nichts gebracht. Jetzt komm mal hier rein, Officer. Pass auf, dass du hier nicht anläufst. Das ist vorbei mit dir. Ah, okay, der wartet irgendwie unten. Schau ich gerade nochmal hier oben lang. Hier ist ja auch nicht. Dann kann man hier irgendwo rein. Achso, ah. Das ergibt natürlich Sinn. Jetzt kann ich ja durchlaufen. Ah, okay. Den Officer lasse ich lieber zurück, auf den ist kein Verlass. Okay. Ah, hab ich euch überrascht, hä?
noch Schüsse gehört. Ich mag da nicht hoch. Warte, ich muss gerade mal was ausprobieren. Kann ich meinen Officer da durchfallen lassen? Ah, jetzt ist die Tür zu. Das ist scheiße. Ja, egal. Dann machen wir einfach mal zu. Sicher ist sicher. Dann gehen wir einfach hier hoch, bis keiner uns folgt. Ich hänge an der Leiter und schieß noch dabei. Das ist Gordon Freeman-Style. Oh, das hat sogar sich gereimt. Aber ich kann es nicht mehr sagen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich hänge an der Leiter und schieß dabei. Ich bin... Das ist Gordon Freeman-Style. Irgend sowas. Oh oh. Hä, wo denn? Hier bummt aber was. So, wenn das so ist. Nee. Ich dachte, jetzt geht irgendwas. Achso, jetzt kann ich hier nicht. Aua! Ja, die sind voll treffsicher irgendwie. Achso, das ist jetzt Raketenstart, okay. Das war unser Ziel hier, die Rakete zu starten. Denn damit können wir die Aliens irgendwie töten. Das ist ja schon mal gut, das war ja unser Ziel eigentlich. Kann man hier noch irgendwas machen? Ah, hier liegt was. Hier liegen noch Granaten und Waffen. So, dann schieß mal die Kacke ab hier. Rocket ready, okay. Ja, und jetzt? Achso, deswegen musste ich auch die ganzen Türen hochfahren. Jetzt verstehe ich das. Ah, also war das schon richtig, was wir gemacht haben, damit das dann überhaupt erstmal hochfahren kann. Ja, und jetzt? Achso, ich habe die Rakete erst startklar gemacht, oder was? Wo muss ich sie dann starten? Irgendwo anders, oder wie? Ja, dann gucke ich nochmal runter, wenn ich hier nichts ändern kann. Ah, okay, jetzt hat sich hier die Tür geöffnet. Achso, okay, ich habe sie erst startklar gemacht. Und jetzt muss ich noch weiter und sie irgendwo aktivieren. Ist ja mühsam. So, machen wir erstmal eine Pause, laden uns mal auf. Die Waffe sieht aber übrigens, finde ich, cool aus. Im Gegensatz zu dem normalen Half-Life. Das ist natürlich schon ein geilerer Mod. Da sieht die Waffe auch viel cooler aus. Ich will nicht so... Ja, jetzt werden eh Daten geladen, hätte ich gar nicht speichern brauchen. Und jetzt fahren wir einfach mal weiter. Oh Gott, jetzt kommt hier wieder sowas mit hochfahren. Da werden wieder Gegner lauern, deswegen wird auch gespeichert. Deswegen gehe ich einfach mal hier hoch. Er steht jetzt gar nicht richtig drauf, na toll. Okay, doch nicht. War anscheinend eine Einbildung. Und alles sieht hier ziemlich gleich aus. Also man denkt wirklich, wir sind hier schon mal vorbeigekommen, weil vorhin sind wir genau hier auch an so einer Stelle hochgefahren. Da war auch hier so ein Nebengang. Das wird vielleicht jetzt der Nebengang sein. Das könnte sein, dass wir jetzt im anderen Raum sind. Jetzt werden schon die Wege verzweigter. Ich halte einfach mal hier an und schau mal hier rein. Hier. Oh. What the fuck? Ach du Heilige. Alter, übertreib doch. Ich hab den sogar noch da hinten erwischt. Ja, übertreiben, ehrlich. Oh, ich hab ihn schön erwischt. Hey, mein Aim geht ja richtig ab hier. Aber das kann nicht sein, ey. Da kommen die so nah hierher. Ich dachte, ich kann das irgendwie bewegen. Na toll, da muss ich ja doch mit dem weiterfahren.
Boah, ich hab... LOL, über 3, jetzt hat er das kaputt geschossen. Never. Jetzt sitzt der auch da dran, ey. Ich krieg die Krise. Das erste, was ist, erstmal ins Geschütz rennen, ne? Jetzt haben die meinen Wagen kaputt gemacht, jetzt muss ich hier zu Fuß laufen. Jetzt muss ich hier runter. Ich höre schon wieder jemanden. Ach du Heilig! Boah. Das hat mir Leben reingehauen. Boah, die machen ordentlich Schaden. Die machen ja mehr Schaden als die Aliens. Also die sind auf jeden Fall gefährlicher. Den muss ich mich auf jeden Fall in Acht nehmen und öfters speichern. So. Saved. Na dann. Gehen wir einfach mal hier rüber. Schauen uns hier mal um. Ist hier irgendwas Interessantes noch? Nee. Dann mache ich einfach mal hier die Tür auf. Ah, okay, hier gibt's noch. Toll, habe ich schon vor. Also wer ist dieser Typ Freeman? Ah, okay. Oh ja, die Sabotage wieder. Ey, was redet ihr über mich, hä? Was soll das? Was soll das, hä? Redet nicht so über mich. Jetzt geht's ab hier. Jetzt bin ich sauer. Boah, da geht's ja richtig ab. Da drauf freu ich mich. Komm, er will noch eine Ladung, komm. Ich hab noch genug Schuss für alle. Also es kann sein, dass das Let's Play länger dauert, denn ich muss jetzt erstmal hier die Leute am Arsch ballern. Mal sehen. Das werde ich ja dann sehen. Wohl theoretisch. Theoretik könnte ich hier eine Pause einlegen, ne? Jetzt wenn's... Und sagt ihr mal, wenn es am spannendsten ist, soll man aufhören, ne? Aber nee, ich mach noch weiter. Ich mach noch weiter, keine Angst. Ich habe ja noch Zeit. Außerdem höre ich schon wieder jemanden. Ach, boah, das Leben. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Da wird es wahrscheinlich weitergehen. Ich renne einfach mal schnell hier lang. Auf jeden Fall sind wir an der Oberfläche, endlich. Ich habe mal Zeit, dass wir das Tageslicht sehen. Gordon Freeman ist schon ganz grau. Da liegt auch noch was. Hier ist anscheinend auch irgendwas, was dann sich öffnen wird. Was ist hier? Hier ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal schnell da runter. Oder bevor wir hier runtergehen, mache ich jetzt einfach nochmal einen Schnitt. Haben wir uns auf jeden Fall schon mal hier draußen erledigt und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge uns da unten weiterkämpfen und dann vielleicht irgendwie schaffen, die blöde Rakete zu starten, damit wir die Aliens vernichten können. Und ja, also dann, tschüss!